Und wir sind wieder da bei Need for Speed. Gia. Ja, ich möchte jetzt mal eine neue Reihe starten hier im Spiel. Und zwar würde ich gern andere Autos ausprobieren. Der Lotus war ja schon mal das erste Produkt davon, den haben wir ja eine ganze Weile eingestellt. Der fährt jetzt ganz vernünftig, aber ich würde gerne auch noch andere Autos ausprobieren und die dann irgendwann gegeneinander testen. So, dafür haben wir hier noch einen Platz. Kaufen wir mal einen neuen Wagen. Mal ganz hinten wieder an mitgucken. Oh, da gab es eine Menge, ja. So. Die wollte ich alle erstmal nicht haben. Ich wollte gern mal einen Porsche probieren. Was ist das denn hier? Diablo, ach so. Den. Oder den? Ha. Ne, das ist der ultimative Straßen 911er. Okay. Dann nehme ich den. Jawohl. So, da steht da. Oh, sogar eine Trophäe gekriegt, volles Haus. Weil ich jetzt alle Silbertrophäen habe. Nee, haha, weil ich jetzt alle Autos habe. So. Dann bauen wir hier auch erstmal alle Teile ein. Okay, wir haben jetzt ein Problem entdeckt. Mein Geld ist alle. Ah. Sei Stabilisatoren kann ich nicht mehr machen. Handbremse, Bremse. Das fehlt noch. Die Stabilisatoren sind ja eins von den wichtigsten. So, das heißt, wir probieren den jetzt trotzdem so schon mal aus. Wir haben 1100 PS. Wir sind unter 2 Sekunden von 0 auf 100. Top Speed 378, ja. So. Mal erstmal noch hier. Ah, okay. Nitro. Ist klar. So, gucken wir hier erstmal. Ich probiere es mal mit mehr Grip für den Anfang. Machen wir wieder ganz voll. So, die Assistenten bleiben auch. Das Differential. Hier. So, Reifentraktion können wir nicht. Federhärte. Steifer ein bisschen, jawohl. Stabilisatoren, ja, schade. So, probieren wir so mal aus. Optik-Tuning. Ja, da werde ich wohl jetzt eine Session machen und den anders aussehen lassen. Ach so, Optik-Tuning ist ja, haha, ist ja noch gar nicht. Die Folien. Bodykit, gibt's da? Ah, ich habe ja gar kein Geld. Oh nein. Haha, da muss ich jetzt mit dem so raus. Kosten Folien was? Kosten die was? Wäre ja Quatsch, wenn nicht. Nee, ich lasse es erstmal. Fahren wir mal so ganz schäbig rum. So, in die Karte. So, und jetzt versuchen wir mal auch überall einen Haken noch anzukriegen an die Rennen. Die haben wir schon gemacht. Das hier noch nicht. Rundkursrennen. Ja, rein da einfach. 8000 bringt's. Da sind wir schon. Die Polizei ist anscheinend auch unterwegs. So, los. Mal gucken, was der jetzt sagt. Oh. Der Motorsound ist auch gut. Was ist das, was wir mit dem Lotus gefahren sind? Oh nein. Das ist jetzt gleich schon mal die Härteprüfung hier für den. So, abziehen kann er die auf jeden Fall. Oh. Ach, ja. Die Kurve hat mich da auch schon immer reingelegt. Ach, genauso wie die. Ja, ich bin noch nicht sicher. Der lenkt sich ein bisschen komisch. Gut, nun haben wir auch keine Stabilisatoren mit drin. Das stimmt natürlich. Ansonsten ist das Kurvenverhalten gar nicht so schlecht. So. Naja. Oh nein, oh nein, oh. Oh Mann. Also da haben wir anscheinend noch ordentlich zu tun, den einzustellen. Oh.
musste ich die mit zur Hilfe nehmen. Ja. Ja, das sieht ja nicht so aus, als ob wir mit dem Rennen hier irgendwie Geld machen können. Ach, die Polizei ist auch dabei. Nee. Aber liegt es an den Stabilisatoren? Bestimmt. Das war trotzdem gut. Tja, müssen wir an den Reifen aber auch was ändern. Also bis jetzt ist es eigentlich nur das Lenkverhalten, ne? Ich weiß nicht, ob die Reifen da so viel zu machen. Vielleicht? Naja. So, aber die konnten sich auch noch nicht so weit absetzen, ne? Ist ja vielleicht noch nicht alles verloren. Ja, da kommen vier vorbei und wenn ich komme, dann fährt er noch ein Stück vor. So, mit ein bisschen Nitro. Ach, dann kommen sie. Ja, wieder nicht dran gedacht. Das ist schlecht. So, jedes Mal die Kurve wieder. Ha, die machen einen Unfall. So. Kriegst du jetzt doch noch? Bisschen Nitro. Windschatten noch mitnehmen. Jawohl. Oh nein. Das hätte ja beinahe geklappt sonst. Aber jetzt kommen sie alle vorbei, ne? Ihr kommt gar nicht vorbei. Davon. Was? Warum denn? Oh, da wäre ich mindestens Zweiter gewesen. Ich nicht mal Geld dafür, ne? Okay, das war schon schlecht. Als hätte ich gar nicht geguckt, ob ich Geld gekriegt habe. Tageschallenge erfüllt. Oh. Oh, da hätte ich Geld gekriegt. 5000. Aber ich fahre vorher noch ein anderes Rennen. Ist da jetzt ein Haken dran? Wo waren das? Hier, ne? Rundkurs Abstauber, genau. Ist da ein Haken? Ja. Da war ich natürlich schlecht. Noch Zeit fahren. McAdam mit Smiler gibt's 8000. Gut, rein da. Start. 6 Minuten. Das ist ja da ein bisschen länger. Naja, mal gucken. Wie schnell wir das schaffen. Schnell scheint er ja zu sein. Das war, glaube ich, auch das Rennen, was Magnus uns aufgetragen hat, dass wir das besiegen sollen. Oh. Oh, das kam überraschend. So. Das ist ja verrückt, wie viel die Stabilisatoren da anscheinend machen. Dass man hier so eine Probleme hat. So, ach, die Bremsen konnten wir auch nicht einstellen, ne? Die bremsen ja jetzt gar nicht vorne, sodass wir nicht richtig driften können. So, da kommt schon Verkehr im Tunnel. Oh, 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 oh. Ja, ging immer gut. So. Ach. Nee, also Handling ist noch nicht so gut. Cool. Lenkt sich wie ein Ghoul. Oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich nicht mal geguckt, wie schnell ich war. Mich drüber zu freuen und mich denn zu ärgern. Oh, das geht ja, das geht gut. So. Warum aber? Da war doch nicht mal eine Ecke. Ist das Auto so eckig? Das ist ja schlecht. Da mal gucken, ob ich diesmal hier überhaupt Geld kriegen kann. Ob ich die Zeit schaffe. Ja, sieht ja nicht so aus. Was? Ich komm rein, mach direkt noch einen? Vielleicht kommt der Abschleppwagen, ne? Weil es so kaputt ist. So kann man nicht fahren. Oh.
Was? Was stimmt, Kurve? Also irgendwas stimmt beim Handling noch gewaltig nicht. Das kann ich mir bald nicht vorstellen, dass das alles Stabilisatoren machen. Das kann doch nicht sein. Jetzt wieder Autobahn. Ich will noch kein Nitro geben, ich traue mich nicht. Vielleicht haben wir nur wieder einen Unfall. Oh, wie es so richtig schön getimed war auch noch. Darf ich das Wort nicht mal mehr sagen? Unfall? Ah. So, wo geht's hier lang? Hier runter? Lenken. So. Oh, hier geht's lang. Och. So, die Handbremse erfreut sich. So. Rechts lang. Oh. Nee, da muss man ja deutlich nochmal nachregeln. Aber ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wo. Oh. Muss ich das Differential öffnen? Nee, ne? Bringt er jetzt auch noch gar nichts zu überlegen. Weil die Stabilisatoren noch nicht dabei sind. Oh, der ganz musste ich auch schon wieder. Die Strecke überrascht mich aber auch. Das Auto verwirrt mich so dermaßen. Ach nee. Ach ja, die Bremsen benehmen sich ja gar nicht so, wie ich denke. So. Bei dem muss ich aber vielleicht gar nicht so weit nach vorne. Ich weiß ja nicht, wie es bei dem ist, aber ich dachte immer, Porsche hätte die Motoren in der Mitte. Aber das ist ja auch nicht gut fürs Driften, ne? Würde ja mehr Sinn machen, wenn die vorne wären. So, können wir jetzt hier Gas geben? Nee, lieber nicht. Kann man auch nicht so richtig ausweichen. Tunnel auch noch. Oh, oh. Oh, was ist hier los? Oh! Nur die Karte angeguckt, schon einen Unfall gemacht. Das sah ja verwirrend aus hier. So. Da geht's noch weiter. Driften mit 100, naja. So. Wo geht's jetzt lang? Wie viel Zeit haben wir noch? Ein bisschen ist noch, 5 Kilometer noch. So, geradeaus, geradeaus. Oh, Mittelinseln. So. Nee, nee. Was ist jetzt noch? Eine Minute knapp. Nee, eine Minute gut. Welches eine Minute und nach 3 Kilometer schafft man das? In einer Minute, ja, ne? Und vielleicht keine Bestzeit. Aber solange wir bezahlt werden dafür, von wem auch immer, dann können wir uns die Teile vielleicht kaufen. So, wo geht's lang? Hier muss man lenken. Bremsen. Mann. Also lenken ist immer noch blöd. Oder die Standardstabilisatoren sind so mies, dass sie alles kaputt machen. Selbst wenn man die nicht einstellen kann, sind die nochmal schlechter. So, da ging es nicht anders. Was ist da denn passiert? Oh, da ist die Zeit gleich vorbei. Aber es hat geklappt. Eine Sekunde drunter. Ha! 8000 gekriegt, jawohl. Ja, überspringen. Meine Herren. Kommt man hier runter? Nee. Gehe ich direkt zur Garage. So, jetzt mal gucken, ob wir genug haben. 15.000. Oh oh. Stabilisatoren auf jeden Fall rein. Ah, die waren ja billig.
Bremsen sind auch wichtig. Alles ist billig. Was? Okay, machen wir die auch. Warum auch immer. So, jetzt haben wir alles auf E. Und jetzt gucken wir nochmal hier. Ich gehe jetzt schon mal hier einen runter. Das ist ja klar, Differential. Nee, ich lasse es erstmal so. Stimmt, Abtrieb, da brauchen wir auch noch einen Spoiler. Bremskraft. Bisschen nach vorne verlagern, so viel nicht. Ach so, Bremskraft, ja, mehr. Von nach vorne verlagern. Hans, ja, brauchen wir nicht. Federhärte, okay. Stabilisatoren. Ein bisschen weicher. Aber ein bisschen nur. So, Optik-Tuning. Ah, halt. Ich will mal nach dem Bodykit gucken. Das habe ich ja noch nie gemacht. Was? Der sieht da so aus. Nee, das gefällt mir auch nicht. So, ach, erstmal machen wir den Spoiler. Nicht, dass der jetzt so übertrieben teuer ist. Halt, können wir Teile abholen für den? Das wäre wichtig. Für keinen. Kein. Mehrere Wagen. Ach so. Naja. Rotflügel. Nee, habe ich nix. So. Spoiler. Was gibt's da so? Naja. Der sieht ganz cool aus. Dann gehen wir nochmal Abtrieb einstellen. Da ist er. Mehr Abtrieb. Genau. Noch mehr Optik-Tuning. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Ja, wir haben gar nichts. Aber das Nummernschild ist wichtig. So. Genau. Auspuff. Oh, der ist in der Mitte. Die sind alle so eine doppelte. Ich nehme mal den, der so ein bisschen nach unten guckt. Das ist gar nicht doof. So. Diffusor. So. Naja. Ja, wo ist der Unterschied? Da ist gar kein Unterschied. Okay. Das sieht komisch aus. Wo ist denn da der Unterschied? Ich erkenn's nicht. Mit Flügel? Aber wo denn? Ich nehme den. Vielleicht bringt's ja doch was und der ist nicht so auffällig. So, Hinterräder, genau. Felgen. Mal was. Was anderes nehmen als sonst? Irgendwas mit ganz vielen. Gibt es sowas auch? Ganz vielen Speichen? Was mehr aussieht wie ein Fahrrad? Ja. SRS Mesh. Genau, das nehmen wir, die Farbe stellen wir beim anderen ein. Seitenschweller. Haben wir überhaupt Teile für den? Wir haben gar nichts, ne? Wir können nichts machen. Felgen. Vielleicht kann man ja trotzdem noch das Bodykit nehmen. Moment mal. Felgen wechseln, ja. Wenn man hier nach hinten geht. Ne, da kommt man wahrscheinlich nicht weiter. Ich habe schon wieder vergessen, wie die anderen hießen. Irgendwas mit Mesh. Nee. Aber die waren ja sehr eindeutig. SRS Mesh, genau. Zack, jetzt haben wir noch eine Farbe. Aber wir wissen ja noch gar nicht, wie das Auto aussieht. Nee, das müssen wir noch lassen. Wir wissen noch nicht, was für eine Farbe das Auto hat. Die Reifen können so bleiben diesmal. Ja, hier kann man ja nichts machen. Dann gucke ich mir dann nochmal das Bodykit an. Und ich kann es nicht kaufen. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Und das nehme ich denn? Denn Fenster lassen wir auch so. So, jetzt die Folie. Oh ja. So, da haben wir jetzt auch noch einen neuen Look. Sieht ein bisschen komisch aus, aber das ist okay. Geld haben wir ja noch nicht für das Bodykit. Logo ist natürlich auch da.
So, und wir sehen uns in der nächsten Folge von Need for Speed.